Guten Morgen. Ein herrlicher Frühlingstag. Ich sitze hier an meinem kleinen Mistgrubenteich. Das Wasser plätschert. Sehr angenehm. In den letzten Wochen und Monaten sind mir viele Beiträge aufgefallen, die sich mit dem Thema Ernährung, Erzeugung von Nahrung beschäftigen und besonders Bereich Aquaponik, Aquakultur ist da doch relativ präsent im Moment. Ich wollte euch mal zeigen, was ich vor 15, 20 Jahren circa hier gebaut habe. Das ist hier die ehemalige Mistgrube in meinem Hof, die habe ich ausgehoben tief. Eigentlich um hier üben, ihr seht diesen kleinen Schachtdeckel, einen Regenwassertank zu bauen. Da sind 2,5 Kubikmeter Regenwasser drunter, wo das Grünzeug hier noch vom Wind weg liegt. Ist eine Flachwasserzone vom Mistgrubenteich und drunter ist halt der Regenwassertank betoniert, innen mit GFK gedichtet. Da gibt es keinerlei Kontakt, auch keine Diffusion von Wasser hin und her. Und das ist eigentlich erstmal alles nichts Besonderes. Hier plätschert über ein Stück Eiche rinne das Wasser rein und der Teich, der funktioniert einfach. Im geschlossenen System. Da üben kommt ab und zu mal wegen Regenwasser rein. Auf der Seite hier ist ein Mönch, ein Überlauf. Und das Relevante an der ganzen Kiste ist eigentlich, dass das meine Aquaponikanlage ist. Ich habe mich damals mit den Arbeiten von John Todd beschäftigt, Living Machines, sehr intensiv, der aus übelstem Abwasser eigentlich hochwertige Nahrung gemacht hat, über mehrstufige Prozesse, die eigentlich in der Natur überall so sind, und hat sie halt nachgebaut. Ähnliches habe ich getan. Ihr seht hier noch die Rolle Schläuche. Da kann ich über den Abzweig hier unten ab das Wasser, das normal jetzt hier im Winter über die Rinne rieselt, einfach woanders hinleiten. Zum Beispiel in KG-Rohre, wo Töpfe drinstehen und Pflanzen wachsen. KG-Rohregal war für die Südseite des Gebäudes hier geplant, brauche ich aber nicht, weil es nicht so meine Nahrungsgrundlage ist. Die allereinfachste Methode zeige ich euch jetzt, um Aquaponik zu machen, wenn man ein bisschen solche Voraussetzungen wie im Gartenteich schon hat. Ihr nehmt einfach einen Standard-Kabelkanal, das ist ein 60-40 mm, wie er ausschaut. Macht hier Löcher rein. Hier habe ich eine Abschlussplatte aufgeklebt, die sich jetzt nach 5, 6, 7 Jahren Nutzung wieder gelöst hat. Das ist einfach ein Winkel, den man PVC-Winkel aus der Elektroinstallation kennt, muss man aber auch nicht haben. Und unten analog, nur ohne Platte, offen. Und das tue ich im Sommer, wenn ich Lust habe, einfach hier quer herlegen. Oben durch den weißen Winkel kommt der Schlauch rein. Der Winkel dient eigentlich nur dazu, dass ich keine Dichtung brauche, dass es so dicht ist. Und dann habe ich angefangen vor vielen, vielen Jahren, habe mir die kleinen Blumentöpfe genommen, habe Löcher reingebohrt und habe die da reingestellt. Da habe ich noch ein paar gefunden gerade in der Scheune. Das ist ein Original von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Waren auch nicht für diese Rinne gebaut, weil diese Rinne habe ich vor 5, 6, 8 Jahren gebaut. Und da habe ich mir damals diese Netztöpfe dafür besorgt. Die passen optimal rein, wie ihr seht. In diese Netztöpfe kommt ein bisschen Substrat, kann man Schaumstoff nehmen, ist original dabei gewesen dafür. Habe ich probiert, geht. Man kann feinen Kies nehmen, man kann Bläton nehmen, man kann Perlite nehmen. Muss halt gucken, dass nicht am Anfang gleich alles unten durch das große Loch rausrieselt. Aber sobald da ein Pflänzchen drin sind, ein paar Wurzeln, fällt da gar nichts mehr. Im Gegenteil. Das ist die allereinfachste Möglichkeit, kurz eine Aquaponikanlage zu machen. Das Ganze hat noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da kann man ganz viel philosophieren, ganz große Anlagen bauen, ganz große Pläne machen. Viele begründen ihr Geschäft heute auf dem Wissen. Das ist das, was hier unter meiner Fußablage ist. Ursprünglich war es mit einem Luftheber konzipiert. Hier üben ist nämlich mein Pumpenschacht. Da drin sind 2 oder 3 Pumpen liegen da noch mal mit drin. Im Sommer schalte ich da manchmal welche zu.
Hier wird das Wasser abgepumpt und strömt hier rauf. Das ist dieser Schlauch. Diese Kiste nebendran ist eigentlich ein gefüllter Sandfilter zur Denitrifikation. Da findet also unter Sauerstoffabschluss ein bisschen Stickstoffabbau statt. Der hat aber einen anderen Sinn. Bleiben wir beim Major. So, und das Wichtigste an einem Mistgrubenteich ist, oder überhaupt an einem Teich, den man für Aquaponik nutzen will, ist die Umsetzung der Stickstoffverbindungen. Zum einen der Fischkot, ihr erkennt sie jetzt nicht, aber hier steht zum Beispiel einer. Die Umsetzung des Stickstoffs von tierischen Ausscheidungen in eine pflanzenverfügbare Form. Und es geschieht alles in diesem Filter. Es ist ganz einfach, hier üben habe ich einen Einlauf. Mal schauen, wo er eingewachsen ist. Machen wir mal auf. Da kommt Wasser rein. Zum zweiten kommt Wasser von unten in dem Teich über ein zweites Rohr direkt von unten rein. Das hier ist ein Ablauf, der in 2 Meter Tiefe geht. Das Rohr, wenn ich ziehe, schießt das gesamte Wasser aus dem Filter inklusive dem Dreck weg. Unten in meinen zweiten Gartenteich. Hier die Bürstenkammer. Normal standen immer noch 2 weitere da vorne, aber ich habe ja nicht mehr so viel Besatz. Ich brauche das auch nicht so. Laub fällt auch keins mehr relevant rein. Diese Bürstenkammer dient dem Absetzen und der groben Vorfiltration des Wassers. Aber das Wesentliche passiert hier drunter. Mal gucken, ob es mit einer Hand aufgeht nach dem Winter. Hoffentlich nicht gerade durchvermodert. Weil nach vielen Jahren, das ist nur ein Rieselschutz, dass nicht alles reinfällt. Und da drunter ist mein Mattenfilter. Filter, das Wichtigste ist einfach riesen, möglichst große Oberflächen, wo Bakterien siedeln können und eine ziemlich geringe Strömungsgeschwindigkeit, damit sich an der Oberfläche sehr viele Organismen, Mikroorganismen ansiedeln können, die dann dafür sorgen, dass es Wasser, besser gesagt die Wasserinhaltsstoffe, insbesondere die Stickstoffverbindungen umgesetzt werden. Wenn er genau hinschaut, seht er da drin Süßwasserpolypen. Seht ihr sie? Die habe ich als Kind geliebt. Meine kleine Süßwasserpolypenfarm kann ich auch dazu sagen. Da lebt's, da ist es biologisch gut. Und da drin passieren die entscheidenden biologischen Prozesse, damit das Wasser, das hier von den Fischen verunreinigt ist, belastet ist. Eigentlich ist es keine Verunreinigung, sondern die Fische stellen die Nahrung für die nächsten Organismen zur Verfügung, die Nahrung natürlich aufnehmen, ausscheiden und die Ausscheidungen wiederum dann hier gepumpt werden und im Falle einer Pflanzenaquaponikanlage richtig hier durch den Schlauch dann in die Rinne gehend, die dann die Pflanzen an den Wurzeln mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt. Das ist eigentlich alles. Ihr könnt diese Anlage in klein und winzig bauen. Ihr könnt die Anlage auf 0,5 Hektar bauen. Im Prinzip ist es beliebig skalierbar. Grundprinzip ist immer das gleiche. Ihr habt Wasser, da leben die Tiere. Da produzieren sie ihre Ausscheidungen und gute Proteine. Tierische Proteine sind sehr hochwertige, gute Proteine. Das Wasser geht in eine Vorreinigung, die eigentlich mechanisch ist. Das heißt, wie ein normales Küchensieb, grobe Bestandteile abhält. In eine biologische Stufe, wo biologische Organismen die Umsetzung der Wasserinhaltsstoffe bewerkstelligen. Und dann bei mir ausgangsseitig, weil da die Pumpen viel sauberer bleiben, Pumpensumpf, der dann für die Bewegung des ganzen Vorgangs sorgt. Das kann ein Luftheber sein, hat einen Riesenvorteil, braucht sehr wenig Energie und verstopft nicht.
Aber wie gesagt, diese Pumpe, die hier unten arbeitet mit 3-4 Watt, mehr sind es bei mir nicht, was da das Plätschern bewirkt. Die läuft seit Jahren durch, die verschmutzt auch nicht, weil die Organismen das Wasser so umbereiten, dass nicht dieser Schlons wie ein Aquariumpumpen sehr schnell entsteht. So, in Kürze hier zu dem Teich, zu dem Prinzip. Das war es auch schon wieder. Ich will es nicht ausdehnen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder irgendwas, schreibt einen Kommentar drunter. Wenn ihr meint, abonniert den Kanal. Es kommen immer wieder unterschiedlichste Videos zu unterschiedlichsten Bereichen. Jo, vielen Dank fürs Gucken. Lasst es euch gut gehen.